ein herzliches Willkommen auf meinem kreativen, kunterbunten Bastelkanal. Oh, hier klappert schon wieder meine Stifte hier. Ich hole aus. Nein. Heute ist der letzte Tag vom Inktober. Ich war 30 Tage fleißig am Malen und Basteln und rausgekommen sind 28 Kakaokarten oder besser gesagt ATC-Karten. Ja, yeah, wir können Karten spielen. Ja, und die möchte ich euch jetzt gern zeigen. Ihr habt mich wunderbar und liebenswert begleitet die ganze Zeit. Ich freue mich immer über jeden Aufruf und jeden Kommentar. Da bin ich sehr glücklich drüber und ich habe immer Spaß an meinem Hobby und ich freue mich, dass ich das mit euch teilen darf. Hier ist die Nummer 1. Leck mich! Yeah! Ich habe sie in Hüllen gemacht, weil ich sie auf Fotopapier gedruckt habe. Und wenn man dann da anfasst, dann ist es hält zwar ab, die Fingerabdrücke, aber es ist ja schöner, wenn es eingepackt ist. Es blendet ein klein wenig, glaube ich, hier. Aber ich werde es mal so hinhalten, dass man es auch gut sehen kann. Das war die Nummer 1. Ja, geht das so? Mal gucken. Jetzt kommt die Nummer 2. Eulenfreunde. Oh, da sind sie, meine kleinen Eulchen. Ja, ich finde, der Druck, der ist sehr schön gelungen. Und so kann man sie dann auch wunderbar tauschen, finde ich. So, weiter geht's. Mal drei. Lieblingsstück. Das sieht so aus. Ja, das finde ich auch immer noch schön. Mein kleines Fimo-Teilchen. Dann geht's weiter mit Wetter. Yeah! Wolken und Sonne. Ja. Was mal hier hinlegen? Ja. Dann kommt Herzchen. Jo, die süße Kleine mit der Herzchen-Sonnenbrille und dem Herzchen in der Hand. Ach nee, das ist ihr Körper. Das ist ja ihr Oberteil. Ja, wunderbar. Und Sternchen mag ich auch gerne. Sternchen in der Ferne mag ich gerne. Denn das Füchslein, das habe ich auch formuliert. So auf dem Blatt sitzend. Dann geht es weiter mit Piep, Piep, Piep. Ich hab euch alle lieb. Ja. So ist es besser, ne? Ja. Jetzt kommt Galoppi. Es ist voll schlank, aber das macht nichts. Man darf pummelig sein. Das ist nicht verboten. Genauso wie man ganz schlank sein darf. So, weiter geht's. Mit Panda-Geschichten. Juhu, der dicke kleine Panda mit den Eukalyptusstangen. Gott, ich freue mich über mich selbst, über meine schönen Sachen. Glückswichtel? Ja, da sind sie. Die Kleinen auf den Bücher. Auf einem Bücherstapel. Jetzt kommt die Fensterbank. Ja, das finde ich auch schön. Die schönen bräunlichen Haare und die Blumentöpfe, das mag ich gerne. Das Motiv und Fenster im Hintergrund. Dann kommt die Flamingo-Dame Rosi. Da ist sie. Dann geht es weiter mit süße Pilze. Schokolade. Dann geht es weiter mit Lamata. Oh, das finde ich auch schön. Ich glaube, das ist mein Favorit, aber ich mag sie alle. So, dann kommt Federleicht. Das finde ich auch schön, wenn das so mal halbiert ist. So das oben blau, unten rosa, in der Mitte grün. So, dann geht es weiter mit Herzlich Sonnig. Ja, die beiden unterhalten sich. Was gibt's Neues? Schönes Wetter heute, wa?
Ja, schönes Wetter heute. Dann komm, Klexi. Juhu, da ist er. Oder sie. Kleine Fimulierte auch. Dann geht's weiter mit Lesezeichen. Das finde ich irgendwie auch sehr schön. Und dann kommt Schleifchen mit einem Schirmchen. So, dann geht es weiter mit dem Wegweiser. Den finde ich auch schön. Und dann kommt die Rose im Oktober. Jo, da habe ich ja die Rose gefunden und die stand ja ein paar Tage auf meinem Schreibtisch. Dann kommt der Schleckerwichtel. Wieder beim Fenster im Hintergrund, was ich immer sehr gerne mag. Dann geht es weiter mit Mia, Charlotte. Da ist sie, die Süße. Schon knapp im Platz, wa? So, hier. Dann kommt Irmi, die kleine Irmi. Dann geht es. Ich lege es mal oben drauf hier. Guckt es vor. Weiter mit meinem meinem Glückströpfchen. Ja, das kleine Tröpfchen das. Und dann haben wir noch Schau einer, guck. Das kleine Häschen, das ich auch gehäkelt habe. Oder besser gesagt, erst habe ich es gehäkelt und dann habe ich es gezeichnet. Dann kommen die Aquadratis. Die finde ich auch cool. Und zum Schluss der kleine Herzelfe. Der kleine, ja. Die kleine Herzelfe. So habe ich hingezeigt. Ja. Ja, das Design habe ich mir wieder mal eins neu gemacht. Kann man ja mal ein bisschen ändern hinten. Hinten drauf. Soll es ja auch cool aussehen. Ja, das waren meine 28 gezeichneten Kärtchen und die daraus entstandenen ATC-Karten. Nee, ist schon spät, Leute. Schon, glaube ich, 7 durch. Lass mal gucken. Heute bin ich spät dran. Na, Maus. Ja, schon 19:17 Uhr, aber kriegen wir in den Griff. Hat alles ein bisschen länger gedauert heute mit dem Einscannen und erst noch den Scanner und den Drucker bei mir einrichten. Der war bei Gabrielchen angeschlossen. Auch jetzt haben wir beide, können wir von unseren PCs das alles drucken und dann vergeht die Zeit halt, ne? Ja, aber ich möchte noch sagen, ich würde gerne 3x3 Kakaokarten verlosen. Wer Lust hat, schreibt rein, welche er gern haben möchte. Im Anschluss kommt noch eine Slideshow. Da schreibe ich dann die Nummer zu, die Nummer des Kärtchens. Und wenn ihr gerne 3 haben möchtet, schreibt ihr mir die Nummern bitte rein in die Kommentare. Und ich los dann, ich denke mal, nächstes Wochenende oder übernächstes Wochenende, schauen wir mal, los ich dann aus und schicke euch die 3 Kärtchen zu. Ja, dann sage ich. Ich wünsche euch eine wunderschöne kreative Bastelzeit und danke, dass ihr mich begleitet habt. Die 3 Wochen wollte ich schon sagen, den ganzen Monat über. Und dann noch einen wunderschönen Abend und bis bald, meine lieben Kreativen. Ciao mit Kakao.